Willkommen zurück zu Resident Evil. Beim letzten Mal haben wir gesehen, wie schnell es passieren kann, dass wir dann doch irgendwie uns überrannt fühlen von diversen Zombies und so. Und heute versuchen wir irgendwie mal zu überleben. Das wäre schon mal schön. So, einmal kurz Inventar checken, einmal kurz nachladen. Sicher ist sicher. So. Und dann gehen wir dahin, wo wir beim letzten Mal waren. Einfach weil wir haben ja da auch noch so durch ein oder andere Türchen zu erkunden. Und auch für mich selbst, damit ich wieder weiß, ne, wo hier welcher Raum ist. Vielleicht nicht so das Verkehrteste von der Welt. Zombies müssten wir jetzt ja weg haben. Glaube ich, vielleicht. Ja, hier müssen wir später hin, glaube ich. Im Notfall einfach umdrehen. Ah, hier sind wir, okay. Ja. Hier brauchen wir einen bestimmten Gegenstand. Dann weiß ich zumindest, wo das ist. Das ist ja schon mal schön. So. Und zurück in mein Glück. So, dann gehen wir da drüben die Nische lang. Ich finde auch, ne, in diesen Spielen hier, also Resident Evil, Alone in the Dark, ältere Silent Hill Teile, da verlierst du irgendwie auch so ein bisschen so die Orientierung, den Überblick über das halt, weil, also über deine Umgebung, weil sich auch ständig die Kamera ändert, ne? Da steht, manche Tiger haben ein rotes und ein blaues Auge. Ist das so? The Eye of the Tiger. Ja. So. Und dann gehen wir mal. Ich glaube hier lang. Oder waren wir da? Stimmt, hier waren wir. Hier hatten wir den mit dem Zombie gequatscht, der aus dem Schrank kam und so. Ja. Okay. Bitte warten. Gehen wir da lang. Sie haben sie geöffnet. Das ist ja toll. Was haben wir denn genau geöffnet? Eine Tür. Und ich weiß, wo wir hier ungefähr sind. Guck mal. Wenn wir jetzt hier durchgehen, landen wir im großen Esssaal. Dam, dam, da. So. Hier haben wir auch diese Statue runtergeschmissen. Ja, und da ist auch was drin. Guck mal. Da ist nichts drin. Ja, nicht die Vase. Das da. Das, was da funkelt. Möchten Sie dieses mitnehmen, blaues Juwel? Ist das etwa ein blaues Auge? Dam, dam, da. So. Dann gehen wir mit dem blauen Auge mal zu dem blauäugigen Tiger in Spee. Ich verpasse ihm ein blaues Auge. Kann auch nicht jeder von sich sagen, ne? Nicht jeder kann sagen so, du, ich hab einem Tiger ein blaues Auge verpasst. Nee. Okay. So, das heißt, wir gehen jetzt hier einmal in diese kleine Nische. Und dann setzen wir das Juwel einfach mal ein. Das wird bestimmt super. So. Manche Tiger haben, ja, manche Tiger haben Augen. So. Oh, jetzt habe ich es wieder angeklickt. Wenn man einfach nur wild wegklicken will und dann doch irgendwie alles verkehrt macht. So, benutzen. Und wir kriegen etwas. Was ist dieses etwas? Möchten Sie dies mitnehmen? Ein Windwappen. Das brauchen wir später. Schön, wie du dich so langsam drehst, ne? Wunderbar. So. Dann mal weiter im Text. Ist ja jetzt, ne, auch schön, wenn hier alles so schön ruhig ist, so wenig Zombies hier und so. Ne, warte. Doch. Da war jetzt richtig. Da geht's ja jetzt hier in den Gang. Der Gang. Mal fragen. So.
Gucken wir mal, was ist denn hier hinten so? Hier haben wir hier eine Tür. Sie haben diese gerade benutzt. Achso, da haben wir den Schwertschlüssel benutzt. Steht halt immer nur da Herrenhausschlüssel. Da steht nicht dran, welchen von denen genau, weil es gibt später auch noch andere mit anderen Wappen. So, was haben wir denn hier? Aha. Ein Klar 3. Kein Klavier, es ist ein Klar 3. Ein großer Konzertflügel. Ja, meinetwegen auch das. Okay. Ist hier irgendwas auf dem Tisch? Irgendwas Wichtiges? Nein? Warum denn nicht? Ist hier was im Bild? Nö. Einfach nur weil wegen nö. So. Ich bin nochmal irgendwo war hier, was? Wo genau kann er. Ach, hier, ja. Kann man einmal den Schrank verschieben. Und da finden wir ein Notenblatt. Oder ein ganzes Notenbuch ist es sogar. Okay. Vielleicht können wir jetzt mit dem Notenbuch hier einfach mal was spielen. Ja. Benutze Notenbuch. Chris kann leider keine Noten lesen. It's me, Chris. Lange nicht gesehen, Rebecca. Du bist ja gar nicht aufgefressen. Rebecca? Bist du das, Rebecca? Was ist das für eine Konversation? Ah, it's the Moonlight Sonata. Can you play? Wunderschön. Wait, what is that? My interpretation is off a little. Chris, may I practice for a while? Ja klar, wir sind hier nur im Haus mit ganzer Zombies. Möchten Sie, dass Rebecca übt? Ja. See? Just relax and play. All right. So, und schon klingt das, was sie hier macht, ganz anders. Ne? Und Mondscheinsonate zählt auch mit irgendwie zu einem meiner liebsten klassischen Stücke. 9. Symphonie. Oh Gott. Ja, übt noch mal ein bisschen. Das wird schon. Irgendwann kriegst du es hin. Ich glaube ganz fest an dich. Ach, ich mag die Mondscheinsonate. So, was haben wir denn hier? Sie ist von innen verriegelt. Ja, dann können wir da wohl nicht lang. Gut, dann gehe ich. Nee, ich gehe noch nicht zurück. Glaube ich. Obwohl. Ja doch, an sich könnte ich kurz zurück. Einfach nur, damit ich meine Sachen irgendwo ablege. Oder aber ich nehme sie erstmal mit. Und ärgere mich dann, dass ich es mitgenommen habe. So. Ich habe jetzt auch nichts zum Speichern dabei, ne? Ja, vielleicht sollte ich nochmal abspeichern, bevor ich jetzt hier irgendwo hingehe, wo ich es dann nachher bereue, dass ich da lang gegangen bin. Vielleicht können wir auch hier einfach nochmal rausgehen. Vielleicht sind Jill und Wesker einfach rausgegangen. Und aufgefressen worden. Okay. Wenn ich jetzt da nochmal rausgehe, ist einfach zu gefährlich, nach draußen zu gehen. Absolut richtig, Sherlock. So. Gehen wir nochmal ganz kurz zum Safe Room. Und speichern ab, legen das Wappen ab und bereiten uns auf irgendwelche Ernstfälle vor oder so, ich weiß auch nicht. Also da, wo ich halt als nächstes hingehen will, ist halt auch so ein bisschen meine
innere, ja, wie soll ich das ausdrücken? So ein kleines Horrorerlebnis von mir, von Resident Evil, noch aus Kindestagen. Etwas, wo ich mich auch lange immer wieder vor erschreckt habe, obwohl ich genau wusste, was passiert. Mit einer der schlimmsten Szenen, finde ich. Vor allem halt auch, weil, naja, es ist halt ein bisschen, na, nicht eklig. Es ist eigentlich nur eklig zu kämpfen. So, aber eins nach dem anderen. Erstmal hier durch. Nochmal nach unten. Aber einen Keks freuen oder zwei. Bitte warten. So, Zombies sind ja auch hier nicht mehr, ne? Ist ja alles so schön aufgeräumt jetzt hier, die Halle, das Haus, wie auch immer. Ist ja alles gemütlich hier. So, holen wir uns mal ein Farbband. So. Und speichern wir hier einfach mal ab. Können Sie Ihre Fortschritte speichern, möchten Sie sich Farbband nutzen? Ja. Prüfe Speicherkarte N. Ich weiß nicht, was Speicherkarte N ist, aber gut. So, zweites Mal, dass wir abspeichern. Ab hier kann es nur besser werden. So, dann Farbband eintauschen, doch nochmal gegen das Kampfmesser. Ich weiß nicht, ob ich mit dem eine sonderliche Chance habe. Aber ist vielleicht besser, als wenn ich 5000 Mal daneben schieße. Mal gucken. Wir werden es herausfinden. Erstmal da hinten laufen. Ist ja fast um die Ecke. Ich überlege halt auf, wo jetzt hier der schnellste Weg dahin wäre. Aber eigentlich nimmt sich das alles nichts, ob ich jetzt hier lang gehe. Oder dann doch wieder über die Treppen. Vielleicht sind Treppen auch einfach langsamer von Animation her. Ich weiß es nicht. So, das heißt, wir gehen jetzt hier nochmal durch. So langsam kennen wir auch den Weg hier auswendig. Bitte warten. Ich finde das auch schön, ne? Wie man halt das Spielen von Rebecca am Flügel durch mehrere Räume hindurch so ein bisschen hören kann. Könnte man meines Erachtens nach sogar noch weiter hören, weil so ein Flügel oder ein Klavier, das hörst du tatsächlich, das halt schon ordentlich herum. Aber nun gut. So, und wir sind wieder hier. Wo ich auch hin will. So, dann rüsten wir das aus. Und hoffen, dass ich das alles so hinkriege, wie ich mir das vorstelle. Ansonsten, ich weiß auch nicht. Dann haben wir jetzt, glaube ich, noch die eine Tür hier über, für die wir halt auch unseren Schlüssel verwenden können, den wir haben. Auch nicht da ist, nein. Hier. Da. Sie haben dies gerade benutzt, Herrenhausschlüssel, yo. Und da wird einem jetzt auch gesagt, so, hey, den brauchst du nicht mehr. Dann kann der jetzt auch quasi weg. Einfach hier in der Ecke pfeffern. Tritt sich fest in den Staub. So. Okay. Dann gehen wir mal da durch. Hier haben wir eine der meiner schlimmsten Szenen aus meiner Kindheit. Es sind die Zombiehunde. Die einfach hier aus irgendwelchen Fenstern durchspringen. Da habe ich mich als Kind immer so verjagt. Und die treffen, egal ob mit Schusswaffe oder mit Messer. Na komm. Die machen an sich nicht so viel Schaden, weil, okay, hilft nichts. Probieren wir es damit.
Die Dinger treffen, ne? Ein Ding der Unmöglichkeit. So, Gefahr. Whoop-di-doo. Das Schlimme ist, damit ist es noch nicht gegessen. Hier kommt noch ein zweiter. Das habe ich doch gespoilert. Oh, die Dinger treffen. Ein Ding der Unmöglichkeit. Ich hasse diese Hunde. Ich hab sie schon immer gehasst, mein ganzes Leben lang. Hunde im Videospielen sind seitdem für mich als Gegner ein bisschen verpönt. Und ich hasse es. Ist so. Meine schlimmsten Hundegegner im Videospielen, diese. So, laden. Ach wirklich, das ist das Spiel, was wir spielen. Cool. Dann rüsten wir jetzt gleich von Anfang an einfach die Schusswaffe aus und hoffen, dass ich damit irgendwie irgendwas treffe. Nehme trotzdem das Messer mit, falls ich dann zu viel verballere. Nicht, dass ich mich nicht mehr wehren kann. Aber ist gut, dass ich nochmal abgespeichert habe, würde ich sagen. Und wieder nach da hinten hinlaufen. Ich glaube, ich schaff's, 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 ich glaube, ich schaff's. Warum flüster ich? Ich weiß es nicht. Ich bin vielleicht ein bisschen angespannt. Aus unerklärlichen Gründen. Also das Spiel ist halt, ne, aus heutiger Sicht wirklich nicht mehr so gruselig, wie es halt damals 1996 war, 1997, wann auch immer ich es gespielt habe. Ist halt immer noch ein bisschen hakelig von der Steuerung. So. Und wollen wir mal. Auf ein neues. Diesmal vielleicht ohne die Holzdinge da irgendwie verschieben oder so. Wäre ja ganz nett. So, einfach an der Wand entlang laufen hier. Ich habe gerade den Schlüssel benutzt, das ist ja toll. Und weg damit. Sag tschüss, Schlüssel. Tschüss, Schlüssel. Jetzt vielleicht ein bisschen besser treffen mit unserer Piff-Puff. Oh, schon daneben. Okay, drei Schüsse tot. Der nächste bitte. Sieht so aus, als würde der Hund da irgendwie im Fenster hängen. In der Wand, meine ich. So, okay. Wir haben es irgendwie geschafft. So, kombinieren mit dem. Zack. Wir haben Platz im Inventar. Hey! Es kommen jetzt auch, glaube ich, keine weiteren Hunde mehr hier irgendwie raus. Also so von draußen rein, meine ich. Unheimliches Zeug. Ah ja. Hier kann ich, glaube ich, den Tisch hier verschieben. Ich glaube, ich habe es in die falsche Richtung verschoben. Ich gehe mal raus und rein. Ich glaube, irgendwann, später im Verlauf des Spiels, kann es sein, dass durch eins der offenen Fenster da einfach nochmal so ein Hund reinspringt. Oder es war nur ein Remake? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe irgendwie sowas im Kopf. So, dann schieben wir das Ding halt in die andere Richtung. Ich weiß nicht, welcher Wind so stark ist, dass er das hier verschoben hat. Dann ist hier doch nichts. Okay. Aber irgendwo war hier was, wo du was verschieben kannst. Dann war es vielleicht der Schrank. Die sehen doch alle gleich aus. Ja, da ist was.
Möchten Sie dies mitnehmen? Ein Magazin? Ja, bitte. Unbedingt. Hat Vorteile. So. Mehr gibt's hier nicht. Dann lass mal hier durch. Und dann mal gucken, was uns erwartet. Sicherheitshalber mal das, damit ich ein bisschen Munition vielleicht spare. Hier haben wir eins von den sagenumwobenen grünen Kräutern. Davon kriegen wir auch im Spiel halt einige zusammen. Mit denen können wir uns halt auch heilen. So, warte. Ganz kurz sicher gehen, dass hier kein Zombie ist. Und wenn doch, dann erledigen. Okay, es ist kein Zombie hier. Das heißt, wir können ganz in Ruhe erstmal alles untersuchen. Das ist doch schön. Wunderschön ist das. So, fangen wir an mit dem hier. Die ist fest verschlossen. Eine Rüstung ist eingraviert. Wir brauchen einen Rüstungsschlüssel. Ja, nachdem wir das mit dem Schwert hier geschafft haben. Also den Schwertschlüssel überall gebraucht und so. Was haben wir denn hier? Ein Badezimmer und eine Badewanne, in der man nicht baden will. Die Badewanne ist voll mit dreckigem Wasser. Möchten Sie den Stöpsel ziehen? Ja. Da will man eigentlich nicht mehr reingreifen, oder? Gerade halt in so ein Haus, wo du weißt, so, hey, da gibt's Menschen, die mich fressen. Da willst du doch nicht in so eine Grütze reingreifen, um Stöpsel zu ziehen. Wer weiß, was da drin ist, was dich anknabbert. So, in der Badewanne war auf jeden Fall ein kleiner Schlüssel. Nehmen wir mit. So. Noch irgendwas? Kein Zombie auf dem Klo? Nichts von Interesse? Kein Klopapier? Corona war hier noch nicht. 1998. Da sind wir ein paar Jahrzehnte zu früh. So. Dann mal gucken. Ich glaube, irgendwo hier war auch ein Speicherraum. Ich weiß nicht, ob der das vielleicht war. Nein, das ist ein ganz anderer Raum. Okay, da kommen wir später drauf zu. Da können wir jetzt sowieso noch nichts machen, da brauchen wir noch nichts angucken. So, dann gehen wir halt hier rein. Ist ja auch schon, wir haben eigentlich Überlänge, aber jetzt, ne? Ich bin der Meinung, hier irgendwo in der Nähe ist ein Speicherraum. Würde ich ganz kurz mal aufsuchen. Da haben wir erstmal einen Zombie, das ist ja schön. Geh doch weg. Oh. Lass das. Oh. Okay. Ich glaube, ich gehe hier nochmal raus. Und dann machen wir einfach hier eine Aufnahmepause, weil ist so. Ja, und dann gehen wir halt dann in der nächsten Folge dann die Beppos da an. Ich kann hier einfach das grüne Kraut direkt benutzen. Nutzt das grüne Kraut, ich hab auch so. Ach, das ist jetzt nicht schlimm. Wir waren ja nicht so stark angeschlagen. So, kombinieren wir das mit dem. Das Resident Evil Game war auch noch so, glaube ich, wenn wir jetzt hier reingehen, da stehen nicht die Zombies direkt vor der Tür, sondern ein Stückchen weiter weg, quasi auf Ursprungsposition. Ja. Ich habe nicht ausgerüstet. So, stehst du auf? Er steht auf. Jetzt nicht mehr. Okay. Warte kurz. Der andere kommt jetzt bestimmt auch. Ja, da ist er. Voll verballert. Kacke. Hast du jetzt genug? Bin mir nicht sicher. Ich mach noch nicht nah rangehen. Ich teste mal mit dem Messer.
Hier ganz kurz nochmal kombinieren. Bist du tot? Bist du tot? Okay, ich glaube ja. Oh nein, er war doch noch nicht tot. Ich war einfach noch nicht nah genug dran. So, Kopf zertreten. Okay. Sie haben sie geöffnet. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich habe es geöffnet. Ich wollte eigentlich eine Aufnahmepause machen, ne? Furchtbar. Okay. Ich gehe woanders eine Aufnahmepause machen. Nochmal ganz kurz. War das hier vielleicht? Ist wird verschlossen, dann hier nicht. Ein Helm ist eingraviert. Okay. Und hier? Nein. Einfach nur nein. Gut, da gehen wir auch erstmal nicht lang. Dann glaube ich, wir müssen theoretisch hier durch diese Tür. Aber das und vieles mehr machen wir dann erst in der nächsten Folge von Resident Evil. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.